Diese Woche stelle ich euch das seltenste und wahrscheinlich auch seltsamste Blechblasinstrument vor, was wir bei uns im Orchester spielen. Das Cembasso. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum spielt denn ein Tubist eine Kontrabassposaune mit Ventilen? Irgendwie ist das so hängen geblieben in den letzten Jahrzehnten, dass die Tubisten eben Cembasso spielen. Das Cembasso kommt ursprünglich aus der italienischen Musik. Bei Verdi-Opern, Puccini-Opern gab es eigentlich früher immer nur 4 Posaunen. Erste, zweite waren Tenorposaunen, die dritte war oft eine Bass und die vierte war eine weitere Bass oder halt eben eine Kontrabassposaune, in dem Fall ein Cembasso. Nagelt mich jetzt nicht komplett drauf fest, aber so wie ich das gelernt habe, Verdi hat viele schnelle Noten für den ganzen Posaunensatz, was es oft schwierig macht, mit dem Posaunenzug die alle noch schnell zu erwischen. Deswegen haben früher Posaunisten oft bei Verdi Ventilposaunen gespielt. Das sieht aus wie eine ganz normale Posaune, nur haben die halt eben keinen Zug, den du bewegst, sondern Ventile, die du drückst. Und das Pendant zur Kontrabassposaune war dann eben das Cembasso. Das ist irgendwie hängen geblieben. Die restlichen Ventilposaunen werden heutzutage eigentlich gar nicht mehr oder kaum noch benutzt, weil heutzutage Posaunisten so fit und so schnell spielen können, dass es für sie eigentlich kein Problem ist, die schnellen Noten in Verdi auch zu erwischen. Anscheinend die Kontrabassposaunisten vielleicht nicht, weiß ich nicht, will ich keinem so nahe treten, aber das Cembasso, die Kontrabassposaune mit Ventilen, ist hängen geblieben. Die spielen wir bis heute. Der einzige Unterschied zu der Kontrabassposaune ist das Mundstück. Wir spielen tatsächlich auf einem Tuba-Mundstück. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch Cembassi, ich denke mal, die Mehrzahl von Cembasso ist Cembassi, keine Ahnung. Es gibt Cembassi, die mit Kontrabassposaunen-Mundstücken spielen. Die sind einfach noch eine Ecke größer als ein Bassposaunen-Mundstück. Aber da wir Tubisten in der Regel eigentlich keine Lust haben, noch ein kleineres Mundstück zu nehmen, spielen wir auf einem normalen Tuba-Mundstück. Beziehungsweise so groß wie ein Tuba-Mundstück ist natürlich ein spezialisiertes Mundstück auf das Instrument. Aber es ist noch nah dran an dem, was wir gewöhnt sind. Und somit können wir das im Orchester auch spielen. Die beiden Instrumente, wir haben hier eine Tuba daneben stehen, die beiden Instrumente sehen natürlich auch komplett unterschiedlich aus. Die haben eigentlich miteinander nichts zu tun, außer dass sie in dem gleichen Ton gestimmt sind. Beide in F, Grundton F. Das heißt, wenn man reinpustet, der wahrscheinlich erste Ton wird ein F sein, weil das ist das, was rauskommt, wenn man keine Ventile drückt. Weil die Länge quasi so ausgerichtet ist, dass halt eben ein F rauskommt. Haben wir im letzten Video schon gelernt. Falls ihr dazu Fragen habt, guckt euch das letzte Video an. Falls die da nicht beantwortet werden, schreibt es gerne in die Kommentare. Das heißt, die einzige Gemeinsamkeit, die es wirklich gibt, sind in F gestimmt und die Ventile sind natürlich dementsprechend die gleichen. Ich habe auch 5, habe auch ein fünftes auf dem Daumen, dann 1, 2, 3, 4 hier. Da das Cembasso aus der Posaunenfamilie kommt, gibt es halt einen ganz, ganz wichtigen, einen ganz großen Unterschied. Und zwar ist es nicht konisch gebaut. Konisch gebaut sind Instrumente wie die Tuba oder das Horn im Orchestersatz. Das heißt, die werden eigentlich ab dem Mundrohr immer größer. Das Rohr wird immer dicker und dicker und dicker und am Ende kommt der riesengroße Trichter. Posaunen oder Trompeten sind anders gebaut. Posaunen oder Trompeten haben die gleiche Rohrdicke eigentlich vom Mundstück aus bis zum Trichter und dann wird der Trichter erst größer. Und das Cembasso, wenn man genau guckt, ist ganz genau so gebaut. Wir haben ein Instrument, wo die Rohre überall exakt gleich groß sind und erst hier oben, wenn quasi der Trichter beginnt, da wird es dann erst größer. Deswegen auch eher Posaunenfamilie als Tuba-Familie. Das macht natürlich beim Spielen einen großen Unterschied, weil es sich dann doch genau deswegen eigentlich ganz anders spielen lässt als eine Tuba. Gleiche Stimmlage, aber die Ansprache ist ganz anders, die Luftführung. Man braucht hier, finde ich, viel, viel mehr Luft. Man muss halt viel mehr Luft durchs Instrument geben, damit es klingt. Eine Tuba, die hat so viel Material, so viel zu groß, die schwingt gefühlt von selbst. Oder erst recht denkt man das, wenn man viel auf dem Cembasso spielt, weil man hier wirklich mit voller Gewalt das Instrument eigentlich zu jedem Klang prügeln muss. Klingt jetzt hart, fühlt sich aber tatsächlich öfter mal so an, weil man wirklich viel mehr Arbeit investieren muss, um den gleichen oder um einen großen Klang oder einen guten Klang zu erzeugen. Die klingen völlig unterschiedlich. Man kann auch nicht auf dem Cembasso versuchen, wie auf einer Tuba zu klingen und andersrum, das geht nicht. Aber eben, dass ein schöner Klang bei rauskommt, ist hier viel, viel mehr Arbeit, für mich zumindest, als auf der F-Tuba. Jetzt habe ich ja wahrscheinlich genug gequatscht, aber die meisten von euch interessiert ja wahrscheinlich, wie das überhaupt klingt. Deswegen zeige ich euch einfach mal ein bisschen was, wie es Cembasso klingt. Und im Anschluss zeige ich euch, glaube ich, noch im Vergleich die F-Tuba, dass ihr auch mal den direkten Vergleich eben habt zwischen beiden Instrumenten. Das Cembasso ist vom Aufbau sehr ähnlich wie eine F-Tuba. Wir haben 5 Ventile, 1, 2, 3, 4 hier vorne
und ein fünftes hinten auf dem Daumen. Das ist bei einer F-Tuba oft auch so. Wir haben hier noch zwei Griffe aus, einfach um es ein bisschen besser festzuhalten. In dem Fall ist es sogar ein unlackiertes Instrument. Wenn man hier dran fassen würde auf längere Zeit, dann kriegt man grüne Hände von dem ganzen Material, was hier irgendwie abgeht, oder der Grünspann, der sich festsetzt. Ansonsten habe ich hier noch so zwei riesen Segel. Das sind zwei Klappen für Trigger. Trigger hatte ich ja auch schon an meinen anderen beiden Tuben. Trigger sind in dem Fall Verlängerungsoptionen für Züge. Das heißt, ich kann einen Zug länger machen. Ich habe jetzt ja hinter jedem Ventil ein Rohr, was das Instrument länger macht. Wenn ich reinpuste, kommt ein F und alle Obertöne über dem F, hatten wir im letzten Video schon. Und ich kann das Ganze durch die Ventile verändern. Das gleiche bei der F-Tuba, wie beim Cimbasso, B-Tuba, andere Grundtonart, aber im Prinzip die Ventile sind immer sehr ähnlich. Durch diese Trigger kann ich eben Züge länger machen, falls eben ein Ton, den ich eine Oktave tiefer oder höher spielen muss, mit der gleichen Rohrlänge nicht ganz genau hinhaut, sondern vielleicht ein paar Zentimeter länger bräuchte. Eigentlich kann ich das Ganze verlängern oder verkürzen. In dem Fall habe ich hier einen Trigger auf dem fünften Ventil. Da kann ich das ein ganz schönes Stück länger machen, das Rohr. Und ich habe einen Trigger auf dem zweiten Ventil, wie auch schon bei der F- und bei der B-Tuba, und kann das zweite Ventil verlängern. In dem Fall hier brauche ich das bei so Tönen wie so einem B. Ein B, wenn ich es spielen würde ohne irgendwas, merkt ihr sofort, das tiefe B ist einfach viel zu hoch. Das tiefe B ist so ein, würde ich sagen, einen knappen Achtelton sogar zu hoch. Um das zu fixen, kann ich den Trigger vom fünften Ventil ganz durchdrücken. Das ganze Rohr wird länger, das ganze Cimbasso wird dadurch länger und es achtet mal, das wird eine ganze Ecke tiefer. Wir reden hier natürlich von kleinen Unterschieden, aber für ein Orchester ist sowas sehr wichtig, weil auf mir ja ganz viele andere noch aufbauen müssen. Das heißt, ich spiele den Grundton oder den tiefsten Ton und die anderen müssen ihre Töne zu dem ganzen Akkord auf mir aufbauen, auf meinem Klang, auf meinem Ton aufbauen. Das heißt, dass ich stimme, ist relativ wichtig für so ein Orchester. Um das eben zu garantieren, habe ich diese Trigger dran. Ansonsten haben wir den Trichter, der geht hier oben lang. Der Trichter ist relativ lang, wie man hier sehen kann, aber das liegt einfach daran, dass wir diese Rohrlänge brauchen, um eben dieses F als Grundton zu haben. Und damit das Ganze jetzt nicht irgendwie sich achtmal um den Körper wickelt, ist es eigentlich so ganz geschickt gebaut. Wir haben nach unten das meiste Instrument, das steht dann auf einer Stütze, dass ich es nicht die ganze Zeit festhalten muss. Es gibt auch Cimbassi, die man auf die Schulter sich spannt, wie so eine Bazooka schon fast. Fände ich, glaube ich, sehr anstrengend auf Dauer, oder man kann es auch vor sich irgendwie abstellen mit so einer Art Mikrofonständer. Finde ich beides nicht so cool. Ich finde das eigentlich so die für mich geschickteste Bauweise. Ansonsten geht der Trichter hier nach hinten eine ganze Ecke weiter, eben weil irgendwo muss das Rohr ja hin. Und das Praktische in dem Fall ist sogar, ich kann den abnehmen und dann kann man es zum Transportieren ein bisschen besser verpacken, weil ich meine, stellt euch vor, ihr lauft mit so einem Ding durch die Gegend, das ragt ja in alle Himmelsrichtungen. Aber an sich ist es, glaube ich, so kompakt gebaut, wie man das irgendwie bauen kann, dass es auch noch halbwegs was klingt. Das Cimbasso ist also das tiefste Instrument der Posaunenfamilie, könnte man so sagen. Und dadurch hat es auch eine andere Aufgabe im Orchester als ein Tuba. Bei uns im Orchester benutzen wir das Cimbasso eigentlich fast nur für italienische Opern. Die einzige Ausnahme, die mir bekannt ist, wäre jetzt das Verdi Requiem. Das ist jetzt keine Oper, das ist eben ein konzertantes Requiem. Da spielen wir das Ganze auch. Ansonsten habe ich Cimbassi schon öfter mal gesehen bei irgendwelchen großen Hollywood-Soundtracks. Also wenn Soundtracks aufgenommen wurden für The Incredibles oder Game of Thrones, da sieht man ab und zu mal in so einem ganz, ganz großen Posaunensatz eben noch ein paar Cimbassi sitzen, noch ein oder zwei, um eben den Posaunensatz nach unten nochmal zu erweitern, um dann zwischen den Tuben und den Posaunen vielleicht eine Lücke, die da wäre, in der Orchestrierung zu schließen. Ansonsten, wie gesagt, bei uns, vor allem bei Verdi und Puccini-Opern, das ist das, was ich eigentlich am meisten damit mache. Und die Stimme, die wir in diesen Opern haben, ist auch so geschrieben, dass die auf einer Tuba einfach keinen Sinn ergibt. Es macht überhaupt keinen Spaß, sowas auf der Tuba zu spielen. Es gibt doch eigentlich in Deutschland kaum noch Opernorchester, wo nicht ein Cimbasso gespielt wird. Oder jetzt man sich langsam überlegt wird, doch ein Cimbasso anzuschaffen, weil es klingt einfach ganz anders. Eine Bohème von Puccini auf einer Tuba tut weh. Das ist einfach nicht schön. Auf dem Cimbasso macht es dadurch umso mehr Bock, weil man auch wirklich eine komplette Einheit mit den Posaunen ist. Das sind einfach vier Posaunenklänge, da kann man so geile, große Choräle mit hinstellen. Natürlich ganz anders als mit der Tuba. Tuba ist auch fantastisch, macht auch Spaß für Choräle. Aber das Cimbasso bei Verdi oder bei Puccini-Opern ist einfach schon sehr, sehr cool. Macht schon sehr viel Bock zu spielen. Thank you.
Die Tubisten sind was ganz anderes gewöhnt. Ein ganz anderes Spielgefühl, eine ganz andere Art, mit der Luft umzugehen, was auch Vorteile mit sich bringt. Weil wir dadurch einfach vielleicht eine Menge mehr Luft haben, als man sonst hätte, wenn man nur das Instrument spielt. Der Nachteil davon ist, auf dem Ding zu laut zu sein, ist nahezu gegeben. Das ist irgendwie, es ist einfach ein lautes Instrument. In meinem Fall habe ich sogar noch relativ scharf eingestellt. Das heißt, es klingt relativ hell. Ich habe hier zum Beispiel einen Kranz drauf, ich habe ein Mundrohr, was relativ eng ist. Was super ist für Verdi-Opern, weil man dann nicht so sehr laut spielen muss und es knackt schon ganz gut. Das macht Bock, gerade im Graben, das ist wunderbar. Wenn man aber dann noch mal lauter spielen muss, platzt das Ding relativ schnell. Das ist einfach eine Gefahr von Instrument. Man muss wirklich aufpassen, das ist wie so ein Drachentöter. Da kannst du wirklich ganz gefühlt mit Menschen umbringen, weil es einfach, zumindest als Tubist, sehr, sehr einfach ist, auf dem Ding höllisch laut zu spielen. Das geht halt los wie Sau. Das würde auf einer Tuba so in dem Maße nicht passieren. Das heißt, da muss man wirklich echt gut dosieren können, dass man das Ding halt im Orchester so bedient, dass vor einem nicht eine Schneise von, keine Ahnung, von Leere ist, weil die Musiker da links und rechts gerutscht sind, weil sie ja nicht vor dem Trichter sitzen wollen. Zum Schluss mache ich einfach noch einen kleinen Vergleich zwischen Cembasso und F-Tuba. Ich spiele die gleiche Passage aus einer Bodoni-Etüde in dem Fall, wie ich in dem ersten Video für meine Tuben auch schon gemacht habe, einfach damit ihr mal den Unterschied von den beiden Instrumenten noch ein bisschen besser hören könnt. Das war das dritte meiner drei Instrumente, die ich im Orchester spiele. Und das kommt tatsächlich auch öfter dran, als man denkt. Wenn man auf den Spielplan von einer Oper guckt, kommen relativ häufig auch italienische Opern vor. Also spielen wir wirklich das relativ oft. Ich glaube, diese Spielzeit auch schon mindestens zwei Opern, die wir gespielt haben. Wir haben Tosca gespielt und wir haben Maskenball gespielt. Also kommt eigentlich jede Spielzeit immer wieder dran und wird jede Spielzeit immer wieder von uns gespielt. Genau, das war das Cembasso. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Falls ihr das mal im Satz hören wollt, also mal mit ein paar Posaunen mehr oder auch vielleicht mal Tuba mit ein paar Posaunen mehr, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht kann ich meine Kollegen motivieren, dass wir mal ein paar Sachen einspielen, ein paar Probespielstellen einspielen, vielleicht auch einfach nur ein paar Bodoni-Etüden in Oktaven, damit ihr mal den Klang auch von den Instrumenten vielleicht in einem Satz noch ein bisschen besser versteht. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Dranbleiben. Ich hoffe, ich konnte euch was zeigen, was erklären, ihr konntet was mitnehmen davon und hattet dabei vielleicht noch ein bisschen Spaß. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Mittwoch, wie immer, für ein neues Video. Bis dann, macht's gut, ciao.